Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal, Leute. Wir haben ein neues Event hier, ein kleines Side-Event, das Shapeshifter-Event. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist einfach, keine Ahnung, ein übelst lustiges Event. Einfach komplett random, aber auch irgendwie, ja, halt verrückte Positionen bei Spielern, wo man das niemals geglaubt hätte. Also was hier EA gemacht hat, ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Auch ein bisschen lustig, muss man sagen. Ich denke mal, ihr habt es ja auch schon gesehen, also was ich dabei EA gedacht hat, oder haben die sich irgendwas dabei gedacht? Ja, doch, wahrscheinlich schon, aber es ist einfach, keine Ahnung, es ist auf jeden Fall zu wild, auf jeden Fall, genau. Dann kann ich noch sagen, nächster Livestream, ich weiß nicht, ob ich nächste Woche streamen kann, weil ich bin an drei verschiedenen unterschiedlichen Orten in Deutschland und danach nochmal in Österreich im Urlaub, also wird schwierig, aber mal schauen, ob da was geht oder nicht, ist jetzt auf jeden Fall erstmal so ein bisschen die Urlaubszeit, danach wird es aber natürlich ganz normal weitergehen, ist ja klar. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal rein und wir gucken uns das Ganze mal an. Ich denke mal, ihr habt es ja sowieso alle schon gesehen. Ich sehe auch gerade geheime Neuverpflichtungen. Darf ich natürlich nicht vergessen. Das machen wir natürlich auch auf. Und dann sind wir hier auch sogar schon fast durch. Also zumindest dann mit dem zweiten Spieler. Und dann irgendwann gibt es natürlich auch hier wieder mal... Na gut, das dauert noch, bis es die Mascheranos gibt. Na gut. Okay. Ich würde sagen, wir gehen rein zum... Erstmal hier Herausforderungen, weil ich denke mal, ihr wisst ja sowieso alle Bescheid. Wir müssen da auf jeden Fall spielen. Täglich spielen kann man da. Man kriegt Shapeshifter-Token. Man kann spielen, wenn man 5 Shapeshifter-Spieler in der Aufstellung hat. Und das Ganze ist ziemlich einfach mit diesen Shapeshifter-Spielern, weil man kann tatsächlich ganz einfach, also wirklich sehr, sehr einfach, sich diese Spieler holen, indem man dieses Gratis-Pack hier öffnet. Kriegt man 11 Stück und dann kann man natürlich hier die Besten einfach reinballern ins Team. Ihr seht schon, geile, wirklich sehr, sehr geile Positionen von den Spielern. Ey, das ist wirklich super. Einfach ein Orban, kennen wir ja schon auf ZM, ist schon mal sehr gut. Del Alli auf IVAU, Samuelino auf ZOM, also perfekt. Und Ansgar Knauf als Rechtsverteidiger, perfekt auf jeden Fall. Damit können wir natürlich jetzt spielen und die Punkte, die wir dann da bekommen, eintauschen bei Umtausch, bei Shapeshifter und kriegen dann hier ganz interessante Packs auf jeden Fall. Ja, also ich denke mal, ich werde mein ganzes Zeug zwar für die Mascheranos ausgeben, aber ich finde die Spiele einfach so lustig, ich weiß nicht. Also, Lautrup Campos, okay, Stürmer und LRV ist sehr krass. Campos ist ja eigentlich, glaube ich, ein Torhüter, wenn mich nicht alles täuscht. Und Neuer als ZM, das ist doch der Wahnsinn. Manuel Neuer als ZM, Courtois als Stürmer, ey, das ist einfach krass. Peter Crouch als Torwart, ey, Trippier, okay. Lukaku als IV. Also, das ist schon ein bisschen lustig, weil man hat ja schon ab und zu mal gesehen, wie Lukaku den eigenen Männern im Weg stand beim Abschluss und so. Deswegen vielleicht IV, aber ey, das ist so krank einfach. Weiß nicht, Leute, wie findet ihr das? Ich finde das auf jeden Fall sehr, sehr wild. Hätte sogar Bock, vielleicht den Neuer auszuprobieren, aber ich habe schon gesehen, ey, der ist gottlos teuer. Die sind echt wirklich gottlos teuer. Wahrscheinlich, weil das solche Meme-Spieler sind, sind die einfach so teuer geworden. Deswegen finde ich, lohnt sich jetzt nicht ganz so, da extra wirklich explizit reinzugehen. Ja, also weiß nicht, wie ihr das Ganze so seht. Ich finde es auf jeden Fall ganz lustig, aber ich werde jetzt nicht extra hier Packs oder sowas ausgeben, weil ich finde, das lohnt sich nicht, weil ich kann die Spieler sowieso nicht gebrauchen für mein Team und deshalb weiß ich jetzt nicht so und dann halt wahrscheinlich eher Mascherano als da irgendwelche random Packs öffnen. Ich würde sagen, wir gehen nochmal hier schnell rein, 80 bis 97 können wir mal schnell noch machen, perfekt. Zack, zack, zack. Können wir gucken. 82er Soboslai. Naja, Ungarn ist ja ausgeschieden aus der EM. Ja. Dadurch, dass ich glaube, weil Georgien weitergekommen ist oder irgendwie so war das, aber habt ihr wahrscheinlich gestern gesehen, einfach Georgien gegen Portugal gewonnen. Hilfe, was ist denn da los gewesen? Aber naja, warum auch nicht? Dann gibt es neue Euro-Boni, finde ich auch ganz interessant. Da gibt es eine neue Woche. Da werden wir vielleicht jetzt auch so allmählich so ein bisschen reingehen. Mal gucken, was man so Schönes bekommen kann. Also es gibt natürlich das ein oder andere ganz interessante. Zum Beispiel die ganzen Mascheranos und so würde ich auf jeden Fall mitnehmen. Für mein Team natürlich, ist ja klar. Wir können ja mal schauen, Woche 3, was sie sich da jetzt Schönes überlegt haben tatsächlich. Also let's go. Wir haben hier, ja... Jetzt nicht so krasses Neues, aber 5000 Gems ist cool, 5000 Gems ist wirklich cool und Mascherano ist super,
noch ein paar mehr Gems. Das ist cool. Also die nehme ich auf jeden Fall mit. Und ich habe ja sowieso schon genug zusammen. Also das ist auch ziemlich einfach, würde ich mal so behaupten. Und 90 bis 94 kriege ich dann auch hier noch zusammen. Ey, es ist geil. Es ist sehr, sehr geil. Und hier gibt es einen Virgil van Dijk. Den brauche ich nicht. Oder brauche ich den? Nö, eigentlich nicht. Ich habe ziemlich gute IVs, würde ich mal behaupten. Da würde ich wahrscheinlich eher den Mann hier oder das Zeug hier nehmen. Und wir haben jetzt auch Rijkaard, Schmeichel, Matthäus, Blanc, Schweinsteiger, ey, Klose. Boah, das sind so krasse Leute mit dabei. Lahm, ja, Trezeguet. Es ist wirklich heftig. Es ist wirklich heftig auf jeden Fall. Junge, Junge. Ich weiß nicht, Eurolife Guess, gibt es da auch was Neues? Ja, perfekt. Der steht zwar endet in 0-0-0, was auch immer, aber es gibt keine neuen Spieler oder irgendwas, was jetzt hier wahrscheinlich so neu ist oder keine Ahnung. Naja, aber, achso, jetzt so K.O.-Runde gibt es dann wahrscheinlich irgendwie was Neues. Na gut, interessant auf jeden Fall, aber erst einmal, ja, denke ich mal, kann man so vielleicht machen. Euro-Abenteuer habe ich jetzt noch nicht, bin ich noch nicht so weit. Ja, da werde ich wahrscheinlich auch Richtung universellen Rangspieler gehen. Da werde ich dann auch so demnächst, na komm, wir können mal hier ein bisschen was, wir können ja mal kurz reingehen, ne? Wir können ja mal kurz reingehen, vielleicht kommen wir zu einem ganz guten Stadion, haben vielleicht mal ein bisschen mehr Glück als beim letzten Mal. Okay, hier sind wir natürlich nicht bei dem Stadion gelandet. Komm, ich würde sagen, wir machen das jetzt, bis wir jetzt bei irgendeinem Stadion landen. Irgendein Stadion, das wäre jetzt nochmal ganz cool, aber ich habe schon oft auch 200 Punkte ausgegeben und da war einfach gar kein Stadion dabei. Also manchmal sind die Packs wirklich absolut gottlos. Vor allem jetzt hier auch wieder kein Stadion. Ich finde natürlich die Gems ganz cool, muss ich sagen, aber naja, weiß nicht, ob die auch für mehr hier bestimmt sind. Komm schon, komm schon, komm schon. Gönn noch mal ein Stadion hier, gönn noch mal ein Stadion. Aber wir landen immer so sehr dazwischen. Ja, wieder dazwischen. Wieder irgendwo dazwischen und nicht auf einem Stadion. Mal gucken, wenn wir unten wieder langkommen, dann vielleicht. Aber sonst, pff, echt schwierig. Und dann, wenn man ein Stadion hat, dann sind es meistens gottlose Packs. Also wirklich, also dort, wo du halt safe einen 85er drin hast. So, was haben wir hier noch? Ein paar Basisspieler. Okay, ist gut zum Trainieren. Für mehr halt leider auch nicht. Aber gut. So, zack, 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 alles mitnehmen und wir gucken, jetzt kommen wir in die Nähe von den vielen Stadien und wir bekommen, komm schon, irgendein Stadion, natürlich kein Stadion und wir sind schon fast wieder durch, haben noch 140 Punkte, das ging jetzt so, so schnell, dass ich das Ganze ausgegeben habe hier, muss man sich mal überlegen, wie schnell das einfach ging. So, komm, Stadion, gib mir ein Stadion, komm. Yay, ja, Stadion, was habe ich? Ja, ah, 80 bis 94, super. Super, okay. Ja, und das jetzt kriege ich einen 80er dafür, oder? Jetzt kriege ich dafür einen 80er. Das ist wieder so typisch. Komm, gib mir den 80er. Komm! Ja, 81, okay. Ah, Polen ist ja auch ausgeschieden. Bisschen schade, aber leider auch so. Und komm, einmal noch hier, vielleicht finden wir hier unten links noch irgendein Stadion. Jawohl, nochmal ein Stadion, perfekt. Ja, hier unten sind halt die ganzen Stadien. Komm, 85 bis 98, komm schon. Gönn jetzt nochmal hier. Gönn jetzt nochmal aus diesem Pack hier. Aber ich habe bisher noch nie besser als 87 hier rausgezogen. Also komm und wir bekommen 87, perfekt. Ich hab's gesagt. Schweiz gegen Italien wird dann auch wild. So, letztes davon, weil danach kommen keine Stadien mehr. Deshalb letztes davon, jawohl, und deshalb mitten in der Mitte, mitten zwischen den beiden Stadien gelandet. Okay. Dann ist es halt so, kann man halt leider nichts machen tatsächlich. Also ich würde sagen, ja, wir gehen erstmal weiter. Das ist an der Stelle wirklich schwierig, würde ich behaupten. Okay, wir gehen weiter, denke ich mal, zum Shop. Da würde ich jetzt einfach nochmal ganz normal, also es gibt natürlich jetzt noch diese Moments-Dinge, habt ihr wahrscheinlich alles gesehen. Vitinha, Kanté und so ist ja ganz gut was mit am Start. Ja, aber ich denke mal, ich werde das nicht öffnen, weil es halt alles untauschbar und so, und teuer. Da sehe ich mich jetzt eher nicht. Ich sehe mich eher bei diesem typischen 3K-Pack, das ist zwar auch untauschbar, aber ja, weiß nicht, das fühlt sich irgendwie besser an. Und bei dem anderen, ja, kann ich halt auch nicht spielen und so. Hier kann ich jetzt zwar auch nicht spielen, aber egal. Ich hab die ganzen Gems jetzt zusammen und da kann ich es jetzt einfach auch mal öffnen hier, oder? Ja, komm. Ihr wisst, was ich meine. Also, let's go. Gehen wir rein. Vielleicht haben wir ja Glück und ziehen diesmal was Besseres als beim letzten Mal oder so. Ich glaube, ich habe noch nie aus diesem Pack besser als 94 gezogen. Wir werden einfach mal sehen, was passiert. Komm schon! Bitte, Packlack-Pfeife. Komm. Gute Flagge. Albanien. Oh.
RV, 94er, 94er safe. Das ist auch ein 95er, Hüsei. Hm, na gut, nehme ich mit, aber ja, weiß ich jetzt nicht ganz so. Ja, das geht auch besser, würde ich behaupten. Das geht auch besser. Ah, ich habe noch vergessen, bei Copa America, da kann ich noch das 84 bis 99er öffnen hier. Ah, komm, das machen wir doch. Das ist hier hinten, jawohl, 84 bis 99, mal gucken, ob da was drin ist. Ich denke jetzt zwar nicht, aber wir können mal gucken, wahrscheinlich, beim letzten Mal hatte ich einen 84er. Komm, und wir bekommen, ja, 84er, jawohl, Jordan Pickford, naja, auch interessant, ist halt so, ne? Okay, wir gucken weiter, Umtausch, was kriege ich noch hier? Ah, stimmt, 94 bis 99, das typische 94 bis 99er Pack. Boah, da muss ich jetzt 96er reinhauen, puh, weiß ich jetzt nicht. Aber ich habe jetzt halt auch leider, ich kann mir halt auch hiervon jetzt nicht noch mehr holen, oder? Ich habe halt gerade nichts am Start, so. Weiß ich ja jetzt nicht, ach komm, ich mach's einfach. Oder nee, ich brauche die ja eigentlich für die tägliche Auswahl. Deswegen würde ich jetzt erstmal lieber nicht öffnen. Das begrenzte Umtauschpack war einfach immer zu gut. Da habe ich mal so 95, 96 rausbekommen. Da habe ich jetzt keine 94er mehr, um das Pack nochmal zu öffnen. Ach so, und es gibt natürlich noch Heroes Update. Das hätte ich fast vergessen. Da gibt es natürlich nochmal ein bisschen was Neues zu holen. Also wir haben ja zuerst noch TD Company, da bin ich ja immer noch nicht durch. Ja, aber wir haben jetzt noch was Neues bekommen. Wir haben nämlich hier, gut, wir haben hier noch den Company und wir haben Fast Future. Das habe ich selbst noch nicht gesehen, aber wir haben, wo haben wir? Oh, danke, ja. Fast Future war Paulo Futre, 95. Okay, schade, irgendwie komisch, weil davor Company hat 96 und Futre hat nur 95. Finde ich irgendwie komisch, aber tja. Okay, kann man auf jeden Fall machen. Ich würde sagen an der Stelle, wir sehen uns morgen wieder. Seid dabei, bis dahin, bis zum nächsten Mal und tschüss.